haben wir ja schon in dem allerersten Video, wo wir euch das LMP3-Auto vorgestellt haben. Und hier haben wir unter anderem ein Formel-1-Auto von Jacques Lafitte, berühmter französischer Rennfahrer. Du kannst so ein Rennauto, ich sag mal, ähnlich bestellen wie ein Neuwagen. So, jetzt gucken wir uns mal an, wo der LMP3, der Léger LMP3 gebaut wird, beziehungsweise Teile. Es wird nicht alles hier gebaut. Hier rund um Magny-Cours ist die Firma Léger so ein bisschen verteilt. Aber das hier ist, glaube ich, das interessanteste Gebäude, weil hier wird auch das Ganze zusammengeführt, Motor, Getriebe etc. Und da ziehen wir uns jetzt mal rein. Guck mal hier, so sieht er dann also aus, wenn so LMP3-Autos gebaut werden. Hier haben wir quasi vier Autos. Ja, haben wir ja schon in dem allerersten Video, wo wir euch das LMP3-Auto vorgestellt haben, haben wir ja gesagt, dass das Getriebe mit dem Bellhaus und so weiter quasi tragendes Teil ist. Hier kann man das ganz schön sehen. Das heißt, sie nehmen Motor und Getriebe und fangen dann erstmal an, da alles aufzubauen. Hinten Flügelaufsteller, Hebeanlage etc. Das wird dann hier alles vorbereitet. Ja, ihr seht, hier werden die Motoren vorbereitet. Das sind ja Einheitsmotoren. Genau wie das Getriebe wird alles vorbereitet. Hier ist alles schon parat gelegt. Aber ziemlich sauber, die Firma, oder? Ja, aber das hast du immer. Weil, ich sag mal, wenn du auch bei Porsche in die Produktion gehst, das ist alles wie geleckt. Mhm. Wenn du zu einem guten Rennteam fährst, ja, Phoenix, Abt Sportsline. Ja, bei Phoenix haben wir es ja auch geleckt. Gesehen. Bei Phoenix haben wir es ja gesehen, das ist wie geleckt, Zackspeed, wie geleckt, also die ganzen Rennsportfirmen und vor allen Dingen auch die Fahrzeughersteller und so weiter, die arbeiten wirklich ultra sauber. Das hier sind jetzt für das Auto, was wir gefahren sind, für die, die hier vorbereitet werden, diese ganzen Gleichteile, heißt alles Radträger und so weiter, alles was dazugehört, inklusive Radnarbe, und Radlager und so weiter, ist alles schon vorgefertigt. Ne? Logischerweise vier Stück ein Auto. Nur noch mal so. Kommt ne? Hin, oder? Alles schön vorbereitet. Und dann werden die Sachen hier langsam komplettiert, die ganzen Leitungen angeschlossen und so weiter, Riementrieb etc. Alles wird fertig gemacht. Sieht schon krass aus. Ihr seht auch hier, ne, durchnummeriert, Auto 35, 36, 33, 34. Jetzt haben wir hier natürlich noch was. Weil auch diese Firma gibt es natürlich nicht erst seit gestern. Die haben schon einiges gemacht. Und hier haben wir unter anderem ein Formel-1-Auto von Jacques Lafitte. Jacques Lafitte war ein berühmter französischer Rennfahrer. Und hier steht so ein altes Schätzchen. Ne? Und das passiert ja halt so, wenn hier in Magny-Cours mal durch so einen Workshop läuft. Da steht ja ein schönes altes Formel-1-Auto. Was meinst du, aus welchem Jahr müsste der sein? Ich würde sagen Ende 70. Das ist übrigens alles Tank, ne? Ja. Das ist schon, guck dir das mal an, handgerissen, der Apparat. Boah. Drehzahlmesser geht bis 12.000. Das waren noch Männer, oder? Was willst du denn jetzt damit sagen? Aber die Jungs, die waren schon... Aber nach so einem Rennen handgerissen, da musste schon, da hat es die Hand Video blutig, von oder? Ayrton Senna. Da gibt ein Video von Ayrton Senna, das muss Anfang der 90er sein, glaube ich, auf McLaren. Da hat er gewonnen und versucht, den Pokal hochzuheben. Schafft er fast gar nicht. Er steht da richtig angestrengt, macht so und lässt ihn dann quasi auch schon wieder fallen. Also das ist schon super anstrengend gewesen. Ist immer noch anstrengend, aber früher war das richtig geisteskrank. Hier sehen wir natürlich jetzt auch, wie es weitergeht. Das finde ich sehr interessant. Viele haben ja auch den Grosjean-Unfall gesehen und haben sich gefragt, warum brennt die Kiste und warum brennt der vordere Teil? Es ist wie bei diesen Autos. Das hier ist der Tank. Ja? Hier sitzt der Fahrer. Ja? So, und das Auto von Grosjean ist quasi hier abgebrochen. So, und dann eben durch die Kräfte, die da walten, ist der Sprit sozusagen nach vorne geflogen und hat sich entzündet. Deswegen hat er vorne gebrannt. Ja, und hier sieht man dann eben die Einzelteile, das ist das Monocoque.
Nur wie gesagt, hier sitzt der Fahrer drin, beim Ligier auf der rechten Seite. Und dann wird halt alles sukzessive dran gebaut. Ne? Dann kommen hier, seht ihr, die ganzen Aufnahmen für die Fahrwerksteile. Dann wird diese Folie angebracht, Leitungen verlegt. Die Folie ist dazu da, um das Ganze noch ein bisschen mehr zu kühlen, damit sich die Hitze auch nicht, damit das alles nicht so ausstrahlt. Und dann da hinten kommt dann der obere Teil vom Käfig rein, kommt das Dach drauf und so weiter. Und dann hast du hier Step für Step, geht es immer weiter, werden die Autos komplettiert. Und hier sehen wir schön mit diesen Wägelchen. Die stehen hier hinter den Arbeitsplätzen, da können die Jungs sich die Teile wegnehmen. Alles schön durchsortiert. Hier sehen wir jetzt schon, guck mal, da sind die ersten Kühlerpakete schon montiert. Da ist diese Folie, die ich angesprochen habe, Leitungen. Und so seht ihr, dass hier immer weitergeht. Hier ist jetzt der nächste Aufbau drauf. Und dann seht ihr da oben, guck mal, dieses Dreieck, was eben noch fehlte. An der Seite ist der Spriteinlass. So, und hier ist dann sozusagen die Hochzeit, also wo Motor und Getriebe mit dem Monocoque verbunden wird. Und dann wird es auch relativ schnell ein richtiges Auto mit Dach und allem drum und dran. Also wirklich alles Handarbeit. Das ist witzig zu sehen, so Schritt für Schritt. Ja, ne, es ist einfach cool. Ja. Das ist echt, echt schön zu sehen, wie quasi aus Motor und Getriebe ein ganzes Auto wird. Ja. Ne, und hier kannst du es ja auch wirklich schon erkennen. Hier sehen wir jetzt die letzten Schritte. Ja, so kann man quasi schon wirklich erkennen, dass ein Auto ist. Das Bodykit ist zum größten Teil schon montiert. Hier sehen wir sozusagen das Heck von einem Auto, also das Cover für oben drauf. Die Front, die steht auch da vorne rum. Hier ist auch so ein Wägelchen. So, und dann ist das Ding sozusagen fertig. Also hier werden jetzt so die letzten Kleinigkeiten gemacht. Es gibt so eine Luftführung, die quasi auf dem Armaturenbrett montiert ist. Die wird jetzt gerade montiert. Ein paar Kleinigkeiten werden fertig gemacht. Du kannst so ein Rennauto, ich sag mal, ähnlich bestellen wie ein Neuwagen bei jedem anderen Hersteller. Und du kannst so ein paar Kleinigkeiten tatsächlich selber auswählen. Zum Beispiel Fahrerbelüftung, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du es haben möchtest. Kommt auch ein bisschen darauf an, wo du es einsetzen willst. Funk, Trinkanlage etc. 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 Und das wird hier quasi final zusammengebaut. Ja, und dann, ja, und nach den ganzen Bauschritten, das wird mit Sicherheit ein paar Tage dauern, ist das Auto dann fertig. Ihr habt es ja schon gesehen. Und so sieht das Ding dann aus, quasi fertig zur Abholung. Da wird ein Rollout mitgemacht und dann bekommt der Kunde es ausgeliefert. So wie Phoenix jetzt in unserem Fall. So, und dann geht's weiter. Wir haben aber gerade noch gesehen, hier vorne steht auch ein Auto. Das zeigen wir nur von hier. Das ist ein Development Car, also die entwickeln an dem Auto und probieren Sachen aus. Ich sag mal, das ist quasi das gleiche Auto, aber etwas vereinfacht, so dass man es für Trackdays benutzen könnte. So, und an dieser Idee arbeiten die schon ein bisschen länger, weil die einfach sagen, okay, mit so einem GT3-Auto oder kannst du wirklich einen Trackday machen. Geht mit einem LMP3 oder LMP2 so wie es jetzt ist nicht so gut. Ja, also müssen wir uns ein bisschen was einfallen lassen. Das Auto muss einfacher zu fahren sein, vielleicht ein bisschen mehr Leistung und so ein paar Kleinigkeiten, um das eben zu einem interessanten Track-Tool zu machen. Ist natürlich dann auch schon der Endgegner der Track-Tools. Ja, wir haben uns gerade darüber unterhalten, was macht Ligier. Und Chris hat mir dann erzählt, dass also Ligier nicht nur hier in Frankreich aktiv ist, hier und 120 Kilometer Richtung Paris nochmal 100 Leute, die beschäftigt sind, sondern ein großes Werk in Italien und auch in Amerika, in Charlotte, sind auch nochmal 20 Leute, die da sitzen. Und einer der Hauptkunden zum Beispiel ist Ferrari, man viele Carbonteile. Alle Carbonteile, die ihr hier seht, werden von Ligier angefertigt, bauen Formel 4 Chassis, Formel 3 Chassis, Formel 2 Chassis. Alles dabei und ja, es ist eine wirklich sehr große Firma, ist eine ganze Gruppe und das sind ca. 1000 Mitarbeiter, die haben, also wirklich sehr, sehr groß und hat auch eine schöne Historie, sind ja teilweise Freunde gewesen, die dann gegenseitig die Firmen so, ich sag mal, zusammengebracht haben und der Herr Ligier, der hat 2000,
in 2013. Yes. In 2013 ist das Ganze so zusammengeschmolzen, sodass der Name Ligier quasi weiterlebt. Der Herr Ligier hat dann verkauft, inklusive Namen. Und da ist dann diese große Gruppe draus entstanden. Ja, sehr erfolgreich. Ligier, wer Motorsport begeistert ist, der kennt den Namen. Und die haben, wie gesagt, schon alles gemacht. In 1995, in 1995 Ligier stopped the Formula One in 1996. 1996, also war ich gar nicht so schlecht. Haben die mit der Formel 1 aufgehört und haben sich dann eben auf den ganzen Prototypenbau, LMP und die kleineren Formelklassen konzentriert. Und jetzt gucken wir mal, was hier noch so gefertigt wird. Jetzt sind wir hier in der Dreherei. Die werden also die Teile quasi sofort gefertigt, kurz bevor sie ins Auto montiert werden. Das Ganze ist auch noch mal etwas größer in der Richtung, in der Nähe von Paris, in der zweiten Firma hier. Wir haben uns gerade kurz unterhalten, alles was zum Beispiel WRC, Homologationsteile sind und so weiter, also World Rallycross oder viel für Renault und Peugeot, auch teilweise Renault Formel 1, wird alles bei Ligier gefertigt, alles in der Nähe von Paris. Und das ist jetzt ein kleiner Teil. Hier werden die Teile gebraucht, die für die LMP3 Autos vor allen Dingen gebraucht werden. Und das findet alles hier statt. Und hinter der Wand werden die Autos komplettiert, so wie ihr es gesehen habt. Also alles quasi an einem Fleck. Hier ist das Design Office. Das heißt, alle Ideen, die da entstehen, werden hier sofort umgesetzt. Das ist absolut untypisch, alles so an einem Fleck und so komprimiert. Aber es sind natürlich auch viele Vorteile, die du hast, ne? Gerade in der Entwicklung oder auch bei dem Track Day Auto, was entwickelt wird. Wenn du Ideen hast und sagst, okay, wir müssen da was ändern, dann kannst du es sofort hier abgeben. Die Jungs designen das, konstruieren das und dann wird sofort fertig gemacht. Also das ist natürlich ein Riesenvorteil. So, die Qualitätskontrolle ist direkt hier, wird hier überprüft. Dieser Arm fährt quasi die Teile ab und misst die nochmal nach und prüft, ob die auch wirklich alle in der Norm sind. Also das ist quasi hier in der Gegend die Zentrale. Auch hier im Ort gibt es nochmal 5 Kilometer weiter drei Firmen oder drei Gebäude, wo das ganze Storage ist. Also das heißt, die ganzen Teile sind eingeliefert. Ja, wenn ihr euch so ein Auto kaufen würdet, habt einen Crash und braucht neue Teile, ruft ihr an und von da aus findet dann der Versand statt. Dann gibt es eine Halle, wo nur geschweißt wird, also alle Teile, die so gebraucht werden, die geschweißt werden müssen, wird alles da gemacht. Alles sehr zentral. Wie gesagt, die zweite Company ist 120 Kilometer von hier entfernt Richtung Paris. Das geht auch, also 120 Kilometer ist keine Entfernung. Und wenn da alles passt und die Abläufe stimmen, dann ist das natürlich eine ziemlich entspannte Geschichte. Das kannst du ja mit einem Paketdienst oder wie auch immer regeln. Thank you very much perfect. For your time. And also for the test day. Hey, I hope you enjoy. On the little slippery circle. Yes, it's not the best time to test. A little bit colder. But no snow. Yeah, hopefully. That was good. With snow it's impossible. Thank you very much. Thank you. Ja, das war die Tour bei Ligier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut mal ein paar Kommentare raus, was ihr so sehen wollt, damit wir vielleicht den einen oder anderen noch abklappern können. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.